In dieser Folge möchte ich euch ein praktisches kleines Tool von Tascam vorstellen, das jedes dynamische Mikrofon in einen professionellen Audiorekorder verwandelt. Hallo und herzlich willkommen bei MusicStore.tv. Der rasende Reporter, der unterwegs ist und Interviews durchführt, der benötigt ein Mikrofon und ein Audiorekorder, das ist üblicherweise dann mit einem XLR-Kabel verbunden und so hat man halt immer diese Einheit von Rekorder und Mikrofon, die man mit sich rumschleppen muss. Es gibt Profilösungen dafür, die relativ teuer sind. Das sind Mikrofone, wo der Audiorekorder bereits in das Mikrofon integriert ist. Wie gesagt, es gibt sowas, aber nicht gerade preiswert und die Firma Tascam hat da ein sehr nützliches kleines Tool herausgebracht, mit dem man jedes dynamische Mikrofon, egal welchen Herstellers, das über einen normalen XLR-Anschluss verfügt, mit dieser Option nachrüsten kann. Und wie das im Detail aussieht, das schauen wir uns jetzt ganz genau an. Der Tascam DR10X ist ein extrem kompakter Audiorekorder, der Aufzeichnungen mit 24 Bit und 48 kHz vornehmen kann. Der Clou an dem Gerät ist, dass er oben über einen XLR-Stecker verfügt und somit ganz problemlos auf jedes dynamische Mikrofon aufgesteckt werden kann über die XLR-Buchse. Und so habe ich eine kompakte Einheit, die perfekt ist für Interviews und Reportagen. Der DR10X kommt in einem kompakten, leichten Kunststoffgehäuse, das trotzdem robust genug verarbeitet ist, dass es die Strapazen des Alltags problemlos überstehen kann. Das Display ist wirklich winzig, aber weil es eines dieser selbstleuchtenden OLED-Displays ist, ist es trotzdem sehr gut ablesbar, auch wenn die Schrift sehr klein ist und man kann hier unten über die Menü-Taste und die Pfeiltasten durch die Menüs steppen. Das ist nicht gerade sehr komfortabel, aber ich denke bei der Größe des Geräts einfach nicht anders machbar und man kann ja froh sein, dass man überhaupt alle Funktionen direkt am Gerät editieren kann. An der Seite verfügt er noch über den Aufnahmewahlschalter, das heißt hier kann man die Aufnahme aktivieren und das Gerät ein- und ausschalten, das ist mit so einer Schiebeschalterfunktion gemacht und dann können wir hier den Kopfhörerpegel regeln. Ja, richtig gehört, den Kopfhörer kann man auch anschließen. Auf der anderen Seite ist eine 3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse, wo wir jeden handelsüblichen Kopfhörer anschließen können. So können wir auch direkt das aufgenommene Signal kontrollieren. Daneben ist die USB-Buchse. Da wird das mitgelieferte USB-Kabel angeschlossen, sodass man die Audiodaten direkt übertragen kann. Oder man entnimmt einfach hier aus dem Kartenschacht die Micro-SD-Karte, die leider nicht dazugehört zum Lieferumfang, kann man aber optional überall problemlos erhalten und steckt dann diese Micro-SD-Karte in einen Kartenleser und kann so die Daten übertragen. Die Aussteuerung des Aufnahmepegels kann beim DR10X automatisch oder manuell erfolgen. Außerdem ist noch ein Limiter an Bord, um vor Übersteuerungen zu schützen und ein Trittschallfilter ist ebenfalls verfügbar. Eine richtig schöne Funktion finde ich den dualen Aufnahmemodus. Dabei werden zwei Dateien erstellt, eine mit dem eingestellten Pegel und eine mit einem geringeren. So hat man, wenn man denn doch mal eine Verzerrung in der Aufnahme hat, immer noch als Sicherheit eine Aufnahme mit einem niedrigeren Pegel vorhanden. Das ist wirklich total praktisch und eine tolle Lösung für jeden rasenden Reporter. Nun, wie ihr seht, ein absolut durchdachtes kleines Gerät, das man trotz der geringen Abmessung erstaunlich gut bedienen kann und das wirklich professionelle Audioaufzeichnungen abliefert. Was mich ein bisschen ärgert ist, dass die Firma Tascam es bei einer unverbindlichen Preisempfehlung von immerhin 199 Euro es nicht geschafft hat, zumindest eine kleine Batterie und eine Speicherkarte beizulegen, die für den Betrieb notwendig sind. Ich finde, da sind sie ein bisschen knausrig gewesen. Der Tascam DR10X ist wirklich ein richtig tolles Tool, mit dem man jedes dynamische Mikrofon in einen Audiorekorder für Reporter und Journalisten verwandeln kann.
die einzige mir bekannte Lösung, wie man das so einfach realisieren kann für relativ wenig Geld. Ich kann nur empfehlen, schaut euch den Recorder unbedingt bei uns im Music Store an. In der Recording-Abteilung haben wir ihn natürlich vorführbereit und ihr könnt ihn gerne selber ausprobieren. Oder schaut euch alle Daten nochmal bei uns auf der Webseite an. Wie immer unter www.musicstore.de. Ich danke fürs Zuschauen und freue mich schon jetzt auf das nächste Mal. Bis dann!